Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Dienstag, der 4. Juni 2019. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, und man kann sich von mir persönlich beraten lassen. Einfach eine E-Mail schreiben an norbert@gieso.de wegen mehrfacher Nachfragen. Ja, die heutige Tag, die nächsten Tage sind bestimmt von der Zwillings- und der Krebsenergie, zwei Zeichen, die im Tierkreis nebeneinander liegen, aber dennoch oder gerade deswegen von sehr unterschiedlicher Qualität sind. Gestern Mittag hatten wir Neumond im Zeichen Zwillinge. Der Mond hat sich jetzt von der Sonne schon ein kleines Stückchen entfernt. Er ist zunehmend. Und der neue Zyklus im Zwilling hat damit begonnen. Das Zeichen Zwilling, die Sonne ja hier ungefähr mittig in den Zwilling, ist ein unruhiges Zeichen, wo es vor allem darum geht, Informationen zu sammeln, Wissen zusammenzustellen, dieses Wissen an andere weiterzugeben, Unterscheidungsfähigkeit zu erlangen und beweglich zu sein. Sowohl was den Kopf, also den Verstand anbelangt, wie auch was sozusagen die Umgebung anbelangt, denn der Zwilling ist eigentlich viel unterwegs, wie früher ein guter Journalist eben auch viel recherchieren musste, um seine Informationen zusammenzubekommen, ist der Zwilling halt viel unterwegs, um Menschen zu treffen und Informationen zu sammeln. Die Sonne läuft hier dabei in das Quadrat zum Neptun, was sie am Sonntag erreichen wird, was eben auch hier bedeutet, dass sie auch immer stärker eine spirituelle oder feinstoffliche Note mit hineinspielt. Der Mond als Tagesanzeiger der Energien, den ich eben schon erwähnte, dieser Mond wird heute Abend um 18.18 Uhr in den Krebs wechseln, sodass wir so zwischen 17.45 Uhr und 18.45 Uhr Mondwechselenergie haben, wo es unklar ist, in welchem Zeichen sich der Mond eigentlich wirklich befindet. Immer eine unklare Energie, wo es ein bisschen chaotisch und wirr zugeht. Dann ab 18.18 Uhr, also am Abend, der Mond im Krebs. Er wird erst am späten Donnerstagabend in den Löwen weiter wandern. Mit dem Mond im Krebs und Merkur kommt dazu. Merkur hier heute noch im Zwilling, im 29. Grad des Zwillings. Merkur ja der Sonnenbegleiter, der sich hier von der Sonne entfernt und der noch im Juni rückläufig werden wird. Aber der jetzt erstmal heute Abend um 22:06 Uhr in den Krebs wechseln wird, also Mond in Krebs, Merkur in Krebs. Wobei Merkur im Laufe des Tages eben an die Zeichengrenze wandert, sodass heute nicht unbedingt ein ganz guter Tag ist, um Entscheidungen zu fällen oder sich klar zu positionieren, sondern es ist eher ein Tag, wo wir beobachten sollten, was passiert hier eigentlich, vor allem dann am Abend, wenn Merkur in den Krebs wechselt, wird dann in der Folgezeit, werden dann unsere Gedanken und unsere Kommunikation sehr viel stärker von Gefühlen beeinflusst als jetzt. Das nahezu objektive Denken, sachliche Denken im Zwilling verändert sich mit Merkur im Krebs. Wie gesagt, spielen die Gefühle eine viel größere Rolle. Und dann haben wir heute Abend eben neben Mars, der sich hier schon länger im Krebs aufhält, auch Merkur und Mond im Krebs. Dadurch ist das Zeichen Krebs dann stärker besetzt als das Zeichen Zwillinge. Dadurch bekommt das Zeichen Krebs eine stärkere Betonung. Und das Zeichen Krebs ist eben ein sehr emotionales Zeichen, wo die Handlungen und das, was man denkt, sozusagen stark durch die Gefühle beeinflusst sind. Finden wir jemanden sympathisch oder unsympathisch? Haben wir vor einer bestimmten Aktion, einer Reise, einem Projekt etc. welches Gefühl haben wir da? Und dieses Gefühl beeinflusst dann sehr stark, wie wir darüber denken, wie wir darüber fühlen im Weiteren und wie wir handeln. Und viele Leute würden jetzt vielleicht sagen, das ist doch normal, aber man kann ja auch solche Dinge rein sachlich beurteilen und nicht so stark nach dem Gefühl. Also, so ein bisschen Tag des Übergangs mit dem Mond heute Abend und Merkur dann auch.
Soweit zum heutigen Tageshoroskop. Neue Videos gibt es auch auf meinem zweiten YouTube-Kanal 1961. Bumm, da habe ich Sonntagabend ein Video aufgenommen. Vielleicht heute oder morgen wieder eins. Schaut doch dort auch mal rein. Ich wünsche uns allen heute einen schönen Dienstag und sage Tschüss, bis morgen.